Willkommen zu unserem besinnlichen Jahresendgespräch. Mal gucken, wie lebendig das Gespräch wird. Hier reden wir über die Strukturen im räumlichen Raum um die schöne Gegend an der Donau bei Deggendorf. Dazu habe ich mir Gäste eingeladen, zu meiner Rechten Bernd Siebler, Staatssekretär, schon wieder geworden im selben Ministerium seit einigen Tagen. Willkommen. Grüß Gott, hallo. Zu meiner Linken, für Sie am rechten Bildrand, Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er lebt in Niederbayern, ist ein überzeugter Niederbayer und hat zu vielen Themen im ländlichen Raum eine ziemlich konträre Ansicht. Schön, dass Sie Zeit hatten. Beginnen wollen wir mit dem Verkehr. Infrastruktur im ländlichen Raum hat mit Verkehrsachsen zu tun, hat mit Anbindungen zu tun. Wie schnell komme ich in Städte, wie schnell kommen die Waren an die Kunden? Dürfte ich Sie einfach mal so fragen, wie denn die Gegend um Deggendorf gesegnet ist, infrastrukturell? Wir haben zwar die Autobahnanbindung nach München, die A92, aber wir bräuchten dringend eine Verbesserung der Bahnanbindungen. Stichwort zweites Gleis, Deggendorf Richtung Landshut und Stichwort direkter Bahnanschluss Ostbayerns nach München zum Flughafen. Hier ist ja die sogenannte Neufahrner Kurve immer noch erst auf dem Plan und noch nicht realisiert. Und wir Freien Wähler fordern hier seit Jahren, dass diese Neufahrner Kurve endlich fertig wird. Sie wurde versprochen für 2016 und es wird jetzt ständig vor sich hergeschoben. Hier muss was passieren. Also diese Bahnanbindung ist noch suboptimal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das klingt im Grunde konsensfähig, weil diese Anbindung nach München und auch die Traverse rüber zum Chemiedreieck ist mit Sicherheit auch in Ihrem Parteiprogramm ganz oben. Also zunächst haben wir auf die Straßen bezogen, wir haben Deggendorf das große Autobahnkreuz. Und das hat die Region auch wirtschaftlich wahnsinnig nach vorne gebracht. Man darf auch mal, und da Hubert, glaube ich, haben wir auch Konsens, festhalten, dass Verkehrswege für die wirtschaftliche Erschließung ganz enorm wichtig sind. Nur, dass die Autobahn sehr schlecht im Zustand ist, mehr Schlaglöcher dann wie Teerdecke. Dann darf ich darauf hinweisen, dass die in den letzten Wochen gerade hergewichtet worden ist, gerade im Raum Deggendorf. Ist alles bestens gemacht worden und das wird konsequent weitergemacht werden. Im Sommer haben wir dann immer die Beschwerden der Leute, wenn die Baustellen da sind. Der Bereich von Regensburg nach Straubing ist ja ganz intensiv gemacht worden. Der Bereich um Deggendorf ist gerade fertig. Ich lade dich gerne ein zur gemeinsamen Fahrt. Beim Thema Eisenbahn bin ich ja Eisenbahnerkind aus Plattling und fahre mit dem Zug täglich auch wieder nach München hoch. Da ist es in der Tat so, dass man bei der Bahn immer und immer wieder drauf sein muss. Erstens, dass die Kapazitäten gesteigert werden, zweitens, dass die Qualität besser wird und drittens freut es mich, dass wir gemeinsam den Antrag erreicht haben. Die Freien Wähler haben sich meinem Antrag damals im Landtag angeschlossen, zweigleisig elektrifiziert. Der Freistaat Bayern hat die Strecke Plattling-Landshut für den zweigleisigen Ausbau angemeldet. Wir sind hier jetzt im Schienenverkehrswegeplan. Das liegt jetzt beim Bund, der 2015 diesen Plan fortschreiben muss. Und da hoffen wir, dass wir die Wirtschaftlichkeit so haben, dass das kommt. Das ist dringend notwendig, auch zur besseren Anbindung der Eisenbahn. Gott sei Dank, die schnellen Wege sind ausgebaut worden. Deshalb fahren ja auch sehr viel mehr Leute mit. Das führt genau zu diesen Kapazitätsproblemen. Deshalb brauchen wir dieses zweite Gleis, da ist Konsens. Straße, Schiene, Fluss. Die CSU hat eine bemerkenswerte Wendung in Sachen Donauausbau hingelegt. Eigentlich wollte man breitere Schiffe mit mehr Tiefgang passieren und jetzt gibt es einen milden Ausbau. Wie ist da die verkehrliche Situation gelungen? Das Thema Donauausbau nach der Variante C280 ist vom Tisch. Wir haben das im Kabinett beschlossen. Ich denke auch, dass das auf große Akzeptanz jetzt in der Bevölkerung getroffen ist. Die Wirtschaft hadert hier noch ein Stück. Da hätte man sich etwas anderes gewünscht. Jetzt ist wichtig, dass wir den Hochwasserschutz weiter konsequent ausbauen können. Überall dort, wo Baurecht war, hatte man ja auch in den letzten Jahren gebaut. Trotzdem ist dieses katastrophale Hochwasser gekommen, aber man sieht da, wo die Maßnahmen schon durchgeführt waren, hat das auch funktioniert. Der nächste Schritt wird sein, Polderflächen zu haben, um dem Hochwasser die Spitze zu nehmen. So dramatisch das jetzt auch war, dass im Raum Deggendorf die Deiche gebrochen waren, hat man gesehen, dass hier jetzt dann tatsächlich die Spitze abgesunken ist und damit andere Bereiche deutlich entlastet worden sind. Deshalb muss man eben möglichst gesteuerte Polder schaffen, um im weiteren Katastrophenfall eben dann in unbebauten Flächen selbstverständlich dann die Gebiete fluten zu können und dem Hochwasser die Spitze zu nehmen. Also der Hochwasserschutz hat jetzt Vorrang, ist das auch in Ihrem Sinne?
Natürlich, und dann muss man hier natürlich den Ball zurückspielen, dass die Staatsregierung zu lange an dieser Donaustaustufe festgehalten hat, mit der Aussage, Hochwasserschutz gibt es nur in Gegenleistung oder miteinander mit der Staustufe. Jetzt ist die Staustufe politisch vorerst gestorben und trotzdem gibt es jetzt Hochwasserschutz, was vorher in Abrede gestellt worden ist. Ich will also durchaus feststellen, wenn es auch viele nicht gerne hören, dass die Staatsregierung durchaus mit Schuld war an diesem Hochwasser. Man hätte vieles vermeiden können oder die Auswirkungen reduzieren können. Und in puncto Donau müssen wir jetzt sehr viel mehr auf Tourismus setzen. Man hat zu lange gemeint, man müsste diesen Fluss irgendwelchen alten Lastkähnen anpassen mit viel Tiefgang. Unser Konzept ist, diesen Fluss jetzt touristisch zu bewerben, die freifließende Donau im Prinzip als Wirtschaftsmodell vorzustellen, zu sagen, hier können wir doch von Wanderwegen, von Tourismus vor Ort, von Ausflugsdampfern viele Geldschöpfungsquellen erschließen, die bis dato brachgelegen sind. Das ist die große Herausforderung, die Donau mehr touristisch zu nutzen und dieses Thema Beton hintanzustellen. Beim Thema Tourismus haben wir schon wieder Konsens. Keinen Konsens haben wir beim Thema des Hochwasserschutzes. Ich will einfach darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Gemeinde Niederaltaich erst dann zugestimmt hatte nach der Hochwasserkatastrophe. Da haben wir auch die Flächen gebraucht. Die haben wir aufgrund der kommunalen Beschlusslage nicht gehabt. Ich sage nochmal, da wo Baurecht war, und das lag nicht an der Staatsregierung in vielen Fällen, ist auch gebaut worden. Von daher ist die Zuspitzung, die du gerade gesagt hast, völlig überzogen. Aber es waren Deiche, die jetzt gespundet worden sind. Das hätte vorher passieren müssen in Winzer, wo das Zeug gebrochen ist. Das hätte man vorher tun müssen. Jetzt ist es sehr schnell passiert. Und man hat auch irgendwie gesagt, gewisse Schutzmaßnahmen gibt es nur in Zusammenarbeit mit der Staustufe. Und jetzt plötzlich wird es anders diskutiert. Das ist sicherlich hier ist Versäumnis passiert, es gab kein Jungtim, dem widerspreche ich. Das ist deine Interpretation. So ist es politisch kommuniziert worden. Nein, das ist ein Jungtim, das du herstellst, den widerspreche ich auf das Heftigste. Das wirst du nirgends finden. Ihr habt mit absoluter Mehrheit regiert. Das wirst du nirgends finden. Es ist zu dem Hochwasser gekommen und jetzt werden Maßnahmen eingeläutet, die vorher angeblich nicht möglich waren. Die Verantwortung liegt dort. Wir wissen ganz genau, im Bereich da, wo Baurecht war, ich verweise auf den Bereich Straubing, ist alles gemacht worden. Es ist ja vieles verzögert worden. Da unten hatten wir kein Baurecht und es ist jeder Euro, der im Haushalt veranschlagt war. Beginnend mit dem Hochwasser 1999, Pfingsthochwasser, gibt es ein viele Millionen, Milliarden schwere teures Programm. Ist alles verbaut worden, dem will ich heftig widersprechen, das ist nicht richtig, was du behauptest. Das Baurecht, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern da müssen die Regierenden eben dahinter sein. Da müssen das ist bewusst zum Beispiel verzögert eben, da müssen eben auch die Kommunen schauen, ja, dass die entsprechenden kommen dann. Die hatten wenn man wir. Die Maßnahmen die Beschlüsse, so anpasst, die Beschlüsse der Kommunen waren was erst, davon haben, die Beschlüsse der Kommunen waren erst nach diesen Katastrophen. Ja, weil man sie vorher irgendwie an die Wand gestellt hat, nach dem das Motto, zu, es kommt ist, erst nein, Geld mit ist, der Staustufe. Das ist schlicht zu einfach, wie du das darstellst, das ist nicht redlich. Wollen wir an diesem Punkt einfach mal die Diskussion stehen lassen? Ich merke, wir sind in einem Jahresendgespräch, aber doch schon mitten im Kommunalwahlkampf, also wen wundert's? Ein anderes Thema bewegt die Leute, die besonders in den Regionen sehr stark. Die Versorgung mit Hausärzten wird dünn. In manchen Regionen gibt es schon gar keinen mehr. Es gibt Modelle. Wie will man denn hier für die Bevölkerung in der Region eine zuverlässige Sicherung darstellen? Zunächst mal glaube ich, dass die Diskussion von oben her schon falsch geführt wird, indem einfach Versorgung als 120% definiert wird und in der Praxis draußen fehlt es an den Leuten. Es ist also durchaus so, dass man mehr Ärzte gebrauchen könnte, dass aber von den Zahlen, die vorgelegt werden, ja die Realität anders gesehen wird. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir die Facharztversorgung in der Fläche halten. Und hier haben wir häufig das Problem, dass die Versorgungsbezirke falsch definiert sind. Das heißt, es ist eine Stadt mit dem umliegenden Landkreis als ein Versorgungsbezirk definiert. Und dann heißt es, in diesem Gebiet brauchen wir so und so viele Augenärzte, Orthopäden, was auch immer, und die lassen sich dann überwiegend in der Stadt nieder. Dann stimmt zwar auf dem Papier die Versorgung, in der Praxis muss aber der Landbewohner 20, 30, 40 Kilometer fahren, bis er bei diesem Facharzt ist. Und da plädieren die Freien Wähler dafür, diese Versorgungsbezirke anders zuzuschneiden, sodass dann die in der Stadt ansässigen Fachärzte wenigstens zeitweise am Land eine Niederlassung eröffnen und dort an einigen Wochentagen bedienen. Also da hat, die Politik, hat die Politik da überhaupt eine Einflussmöglichkeit? Es ist eine kassenärztliche
Geschichte in der Region? Also das letzte Thema ist eine Frage der Selbstverwaltung, der Organisationen. Da muss man natürlich ein Stück Einfluss nehmen, denn es ist tatsächlich so, dass man einen Trend in die größeren Zentren hat, speziell im Facharztbereich. Der zweite Punkt, den man sehen muss, ist die Frage mit Hausärzten. Da gibt es auch innerhalb der Arztfamilie sozusagen eine Verschiebung mehr in den Facharztbereich. Wir haben zwei Dinge von Seiten der Staatsregierung schon auf den Weg gebracht. Zum einen haben wir den Anteil an Medizinstudienplätzen in den letzten Jahren ausgeweitet. Medizinstudienplätze sind die teuersten, deshalb muss man es aber auch tun, ist entscheidend wichtig auf der einen Seite. Wir haben hier das Problem, dass wir mit jedem Studienplatz, den wir in Bayern schaffen, natürlich auch für die anderen Bundesländer mithalten. Denn Medizinstudienplätze werden ja in einem bundesweiten Karussell, früher ZVS, mitverteilt. Das macht es nicht einfacher, deshalb müsste man also bundesweit die Kapazitäten ausweiten. Minister Spänle hat es geschafft, dass in Lübeck die medizinische Fakultät nicht aufgelöst worden war. Das war deshalb so wichtig, wenn da die 2000 Medizinstudienplätze weggefallen wären, hätte man natürlich auch in Bayern die Auswirkungen gehabt, weil der zu verteilende Topf kleiner wird. Zum anderen haben wir in einigen bayerischen Universitätsstandorten eben auch eigene Hausarztstudiengänge jetzt auf den Weg gebracht, um hier eben auch einen weiteren Akzent zu setzen. Und wir müssen auch schauen, dass wir die Leute wirklich in die Fläche kriegen, dass die da draußen sind. Das ist auch eine Frage von Anreizsystemen, die wir in der Tat setzen müssen, um hier den Ausgleich zwischen München und dem Rest der Welt auch hinzukriegen. Denn wir haben ja nicht nur in einem Landkreis diese Situation, sondern wir haben insgesamt auch ein Drängen in die größeren Städte, weil da offensichtlich auch von der Struktur her und vom Patienten gut die interessanten Fälle sitzen. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Die Strukturen ähneln sich. Die Versorgung an Schulen, die wohnortnah sind, lässt stark zu wünschen übrig, gerade auch in Ihrem Gai. Ist es stellenweise sehr, sehr schwierig, sehr lange Strecken bis zur nächsten Schule. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Sie haben mit den Freien Wählern noch mal eine andere bildungspolitische Offensive am Laufen, G8, G9. Aber mich interessiert jetzt erstmal die Frage nach der Förderung von wohnortnahen Schulen. Also zunächst haben wir eine sogenannte demografische Reserve mit eingestellt. Das soll heißen, dass die Schulämter, wir reden ja hauptsächlich von Grund- und Mittelschulen, bei den Gymnasien und Realschulen sieht das ja nochmal völlig anders aus, dass wir im Bereich der Grund- und Mittelschulen, da wo Gebiete sind mit besonders starkem demografischen Förderbedarf oder viel rückgehenden Schülerzahlen, dass wir da nochmal mehr Lehrer reingeben, als ursprünglich nach der regulären Budgetformel vorgesehen ist. Die Landkreise Freiburg und Grafenau, Regen, Deckendorf, auch Straubing, die kriegen da einen Schluck mehr aus der Pulle, um eben auch die vielen kleinen Klassen nochmal besser stützen zu können. Es gab da mal eine Mindestanzahl. Wir haben diese Mindestanzahl nach unten gesetzt. Wir haben die rechtliche Möglichkeit eröffnet, dass man mit 26 Kindern eine ganze Grundschule 1 bis 4 betreiben kann. Also zwei jahrgangskombinierte Klassen mit mindestens 13 Schülerinnen und Schülern. Irgendwo muss man dann auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen. Und da muss man auch aufpassen, dass wir dann eben dann in den städtischen Strukturen nicht automatisch die Stück größeren Klassen hätten. Denn im Durchschnitt sind die Klassengrößen gerade im Bereich Grund- und Mittelschule absolut in Ordnung. Bayernweit bei den Mittelschulen sind wir mittlerweile unter 20, bei den Grundschulen bei 21,5. Aber wir haben ein Stück den Trend, dass die kleineren Klassen tendenziell eher in den kleineren Ortschaften sind und die größeren Klassen tendenziell eher in den größeren Städten sind, auch innerhalb eines Landkreises. Und auch da muss man ein Stück auf die ausgeglichenen Strukturen innerhalb eines Schulamtsbezirkes zum Beispiel achten. Die Bildungslandschaft ist natürlich ständig in Bewegung. Es hat früher die ganzen Dorfschulen gegeben, die geschlossen worden sind. Das wurde teilweise relativ klaglos akzeptiert, so in den 70er Jahren. Und jetzt geht eben dieses Schulhaussterben weiter. Und die Frage ist natürlich, wie weit gibt man wirklich lieber mehr Geld aus, um eine kleine Klasse zu erhalten? Fragezeichen, muss 13 die Unterkante sein oder könnten es auch 10 oder 12 sein? Und wie weit gibt man dafür lieber Geld aus, um die Kinder mit dem Schulbus in die größere Schule zu fahren? Da haben wir ja die Situation, dass früher 80% der Schulbuskosten einer Gemeinde durch den Staat ersetzt worden sind. Das wurde reduziert auf 60%. Das heißt, der Staat spart sich tendenziell Lehrerstellen durch Schulzusammenlegungen und kann tendenziell Schulbuskosten auf die Kommunen übertragen. Wir tendieren als Freie Wähler dafür, lieber mehr ins Lehrpersonal zu investieren, auch mal noch kleinere Schulstandorte zuzulassen und beispielsweise mehr Kooperationsmöglichkeiten anzustoßen. Es gibt ja hier schon sehr vielversprechende Modelle, in Arnsdorf beispielsweise, wo Mittelschule und Realschule eng kooperieren, wo es dann 9+2 Lösungen gibt. Das heißt, dass Mittelschulabsolventen am Ende auch einen Realschulabschluss bekommen, wenn sie dort noch 2 Jahre drauflegen. Also solche Modelle der intensiveren Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Schultypen, das muss noch mehr kommen. So, glaube ich, können wir durchaus ohne
Gemeinschaftsschule fordern zu müssen, auch im ländlichen Bereich sinnvolle Wohnort neue Schulmodelle erhalten. Also der Schultourismus beansprucht die Schüler und G8 beansprucht die Schüler auch. Und zum einen freue ich mich, dass der Kollege Aiwanger die Politik der Staatsregierung an der Stelle so positiv beschreibt. Das ist genau der Ansatz, wo wir auch ein Stück hin wollen, dass wir da, wo es sinnvoll ist, wirklich kooperiert. Das Modell Einsdorf klappt sehr, sehr gut. Und da gibt es andere Standorte auch noch, wo das klappt. Das ist übrigens mit dem Schulleiter dort bestens abgesprochen, war zunächst einmal mit großer Skepsis von Seiten der Mittelschule begleitet. Jetzt wäre längst an der Zeit, das bayernweit zuzulassen, das Modell, und sich lieber nicht Hubert so schwer Aiwanger, zu tun, lieber nur Hubert bayernweit Aiwanger, ein paar Modellschulen. Mach doch das in den Landkreis. Das ist doch keine Modellschule mehr. Das 9 plus 2 Modell, also das Modell ist doch längst überall möglich. Okay. Die Leute vor Ort müssen es machen. Umso mehr muss die Leute vor Ort anstoßen. Die Leute müssen es machen. Die müssen sich zusammensetzen, es umsetzen. Der gesetzliche Rahmen ist längst gegeben. Die Frage ist, dass es umgesetzt wird. Und zum Thema der Busbeförderung möchte ich einfach nochmal einen Vergleich machen. Diese 60% Förderung heißt 305 Millionen Euro im Jahr, in Mark und Pfennig, Euro und Cent. Der Vergleich zu Baden-Württemberg, ähnlich groß, ähnlich strukturiert. Das Bundesland Baden-Württemberg zahlt 130 Millionen Euro. Nur um ein Stück Vergleich zu bekommen, wenn hier beschrieben wird, Entschuldigung, ich will nur mal deutlich machen, weil unterstellt wird, dass den Kommunen da große Nachteile erwachsen. Früher waren es 80%, heute sind es 60%. Sie sind definitiv gekürzt worden in Hälfte zwischen, dass man sagt, in Baden-Württemberg ist es noch schlechter. Es ist in Bayern überhaupt nichts gekürzt worden. Es ist schlicht so, dass durch den Trend zu mehr, zum größeren Übertritt zu den überregionalen Schulen, die Leute gehen jetzt heute nicht mehr so stark in die Mittelschule, sie gehen stärker in die Realschule und ans Gymnasium. Und für die Beförderung Realschule und Gymnasium sind die Landkreise zuständig, im anderen Bereich sind dann die anderen Strukturen zuständig. Und da sieht man natürlich, dass sich die Kosten ein Stück verteilen in die Bereiche dann. Und das muss man einfach auch sehen. Also von daher gibt es hier eine Verschiebung. Auf alle Fälle, glaube ich, ist das große Stichwort Bildungsregionen. Wir müssen die Kommunen noch mehr mit einbinden. Wie soll es weitergehen in der Bildungslandschaft? Da sind erste Anstöße gemacht, aber ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ziel. Da ist noch die Zukunftsmusik drin. Schon wieder danke. Die Initiative Bildungsregion kommt ja vom Kultusministerium und hat genau das Ziel, 9 plus 2 Maßnahmen mehr Kooperation zusammenzubringen. 40 Landkreise in Bayern haben sich hier auf den Weg gemacht, denn da setzen wir eben auch drauf, dass die Initiativen und Ansprüche von Ort kommen, denn tatsächlich sieht die Situation im Freien Grafenau ein Stück anders aus in Landshut, wenn man sich die Demografie anschaut. Also meine beiden Gäste scheinen sich in weiten Strecken einig zu sein. Jetzt kommen wir mal zu einem Bildungsthema, das sehr kontrovers gesehen wird. Die Freien Wähler haben in Bayern eine Unterschriftensammlung am Laufen. Ich glaube, 25.000 Unterschriften brauchen sie. Sie wollen die ihrer Meinung nach Überforderung der Schüler mit dem G8, viel zu viel Lehrstoff, Tag- und Nachtlernen, Bulimie lernen, dieses Schlagwort. Sie wollen das ändern. Warum? Es ist unübersehbar, dass die Einführung des 8-jährigen Gymnasiums damals unter Stoiber ein Schnellschuss war. Es waren die Lehrerverbände überfordert und überrumpelt, die Eltern überrumpelt. Ohne Absprache wurde hier ein bewährtes 9-jähriges Modell zum 8-jährigen Modell zusammengestutzt. Auch mit der Aussage, die jungen Leute müssen dann zur Bundeswehr, die haben ein langes Studium vor sich und sind dann zu alt, bis sie am Arbeitsmarkt ankommen. Heute ist die Wehrpflicht weggefallen, die Studienzeiten sind durch Bachelor und Master verkürzt, was dazu führt, dass heute junge Leute mit 17,5 Jahren zum Studieren gehen und mit 23 fertig sind und dann teilweise sagen, hoppla, kann es das schon gewesen sein, und dann kommt die nächste Warteschleife, dann nehmen sie einen Rucksack auf die Schulter und gehen nach Australien und sagen, jetzt will ich die Welt erkunden. Und während dieser 8-jährigen Zeit, es hat ja immer geheißen, der Stoff wird gekürzt, ist einfach der Stoff zu wenig gekürzt worden offensichtlich. Auf alle Fälle ist der Stoffdruck zu hoch, das hört man überall bestätigt. Und jetzt ist einfach unser Vorstoß, wenn schon der Stoff nicht gekürzt worden ist und scheinbar auch nicht gekürzt werden kann, dann gebt den Kindern bitte wieder mehr Zeit zum Lernen und mehr Zeit zum Leben. Ein 9-jähriges Modell hätte auch weniger Nachmittagsunterricht zur Folge, würde etwas mehr Entspannung in diese sensible Phase eines jungen Menschen bringen. Und wer beim 8-jährigen Modell bleiben will, soll das tun. Und wer sagt, 9 Jahre sind besser, soll das ebenso tun. So ist in Hessen, so ist in Baden-Württemberg. Und jetzt wird als großes Gegenargument gebracht, diese Wahlfreiheit würde gerade die kleinen Gymnasien am Land beschädigen. Heißt also, was für 90% der Schüler gut wäre, wird denen vorenthalten, weil es vielleicht irgendwo das ominöse kleine Gymnasium gäbe, das nur 2,5-zügig wäre. Und dann kann ich das nicht teilen. Ist alles Mumpitz. Der Großteil der Schüler würde G9 wählen und
G8 wird ziemlich ein Auslaufmodell sein und ich kann nicht gute Modelle in Frage stellen, nur weil ich dort ein Haar in der Suppe finde. Der Großteil der Eltern, der Großteil der Schüler wäre dafür bereit, also warum macht man es nicht? Hier geht es irgendwo um Rechthaberei und es ist für mich auch eine gewisse Befriedigung, dass auch der Gymnasiallehrerverband bis vor kurzem ja auch hier noch der CSU die Stange gehalten hat und gesagt hat, wir ändern nichts mehr, Ruhe an der Bildungsfront und jetzt geben sie offen zu, wir wollen zurück zu einem Neunjährigen oder weiterentwickeln zum Neunjährigen. Und da ist viel Wortglauberei auch. Herr Staatssekretär, im Grunde hört man auch von Minister Spende natürlich, jetzt wollen wir erstmal Ruhe haben, die Lehrer draußen sagen, wir müssen erstmal eine Reform jetzt mal verdauen. Haben Sie eine Befürchtung, dass das Volk das G8 nicht mehr will? Also zunächst sammeln die Freien Wähler jetzt seit 4-5 Monaten Unterschriften um die 25.000. Sammelt ihr doch mal fürs G8. Wir haben 20.000. Aber das reicht überhaupt noch nicht für den Antrag ans Volksbegehren. Ja, dann machen wir nur 5.000, haben wir's. Jetzt ist ein bisschen nervös, das Thema gefällt ja nicht. Dann. Ja, also diese Unterschriftensammlung ist offensichtlich extrem erfolglos, wenn ich mir anschaue. Stimmt dass nicht, wir haben 20.000, ist das erfolglos. Also Entschuldigung, sammelt ihr doch mal fürs G8 und schaut, ob es 20.000 schafft. Also ich halte noch mal fest, dass er da sehr nervös ist an dem Punkt, weil sonst ist er mir nicht schon zum zweiten Mal ins Wort gefallen. Faktum ist, 5 Monate sammeln, 20.000 Unterschriften. Wenn ich mir die Volksbegehren der letzten Jahre so anschaue, das war, so lang braucht, bei das war überhaupt nicht wahr. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Also das dritte Mal ins Wort gefallen und immer noch. Mal ein Volksbegehren. Das dritte Mal ins Wort gefallen. Das vierte Mal. Beim gleichen Thema. Also hochnervös. Diese Unterschriftensammlung ist extrem erfolglos, weil sonst hätten wir es zusammengebracht. Noch nicht einmal im Wahlkampf hat es zusammengebracht. Wollen wir uns jetzt mit der Sache befassen? Nein, das heißt aber sehr deutlich, dass offensichtlich der Druck nicht so hoch ist, wie es beschrieben wird zur Änderung. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sollen jetzt endlich mit diesen Strukturdebatten aufhören. Wir müssen schauen, was passiert in den Klassen, wie können wir die innere Schulentwicklung noch weiter nach vorne kriegen. Warum wollen dann die Lehrerverbände die Änderung? Fünftes Mal. Also das ist ein entscheidender Punkt, dass man das nochmal so sieht, dass man die innere Schulentwicklung haben wollen. Es ist ganz klar, das heißt, es hat in allen Bereichen geheißen, Ruhe an der Front, lasst jetzt mal die Strukturen stehen und entwickelt die Themen weiter. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Ansatz. Wir haben viele Dinge im Lehrplan gekürzt. Ich habe das zum Teil selber gemacht, weil es wirklich ganz, ganz schwierig war. Die Dinge müssen Platz greifen, die Dinge müssen rein, die Dinge müssen auch in der Prüfungsstruktur rein. Weil wenn ich heute halt in der Ex wieder die 25.000 Knochen des Frosches abfrage, dann ist das halt ein Problem. Dann ist das nicht ein Problem des Lehrplans, sondern der Prüfungskultur, die man auch anschauen muss dann. Weil gelernt wird, das, was geprüft wird. Und die Lehrpläne und die Schulbücher sind hier zum großen Teil schon abgespeckt worden. Und es muss aber auch ein Stück Platz greifen und ein Stück in den Unterrichtsalltag hineinkommen. Und da müssen wir noch weiter ansetzen. Und dann ist das G8 von der Stofffülle, die vom Lehrplan her definiert, gar nicht mehr so groß ist, wie das immer diskutiert wird, auch gut umsetzbar. Und ansonsten setzen wir natürlich darauf, dass die Schüler, die mehr Zeit brauchen, Stichwort Flexi-Jahr, diese auch bekommen sollen. Dafür haben wir mehr Zeit, dafür haben wir mehr Geld, dafür haben wir mehr Stellen auch in die Hand genommen, um hier jetzt dann tatsächlich umzusetzen. Wir haben eine ganze Reihe von Gymnasien, die hier umsetzen und zum Halbjahr dann immer schon ansetzen mit den Fördermaßnahmen für die Schülerinnen und Schüler, die hier dann nochmal mehr Zeit brauchen im Sinne der Intensivierungsstunden, die sich sehr, sehr bewährt haben. Also das wird wahrscheinlich bis zur Kommunalwahl ein Wahlkampfthema bleiben. Die Studiengebühren nehmen Sie da vorher ausgelacht und nachher haben Sie es übernommen. Gut, da haben die Unterschriften viel schneller gesammelt. Stimmt doch nicht. Da wird das Volk, nur ein paar Wochen haben wir es, was ist dann? Das Volk ja, dann hat ja das in der Hand. Vielleicht weil das Thema Hochschulen gerade gekommen ist. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie die bayerische Staatsregierung gerade im Bereich Niederbayern hier jetzt weiterentwickelt hat. In den 90er Jahren hat man ja die Hochschule in Deckendorf gegründet, die jetzt mit diesen Technologietransferzentren eine ganze Menge auf den Weg gebracht hat. Man spürt zum Beispiel in einer Stadt wie Freyung, wie so ein Technologietransferzentrum jetzt wirklich dazu beiträgt, dass die Leute, Stichwort demografische Entwicklung, da bleiben, dass sie investieren, dass sie ansetzen. Kann denn dann einer, der in Deggendorf gelernt hat, auch in der Gegend dann seinen Arbeitsplatz finden? Das bleibt zu hoffen und wir sehen ja hier, dass damals, als der Transrapid gestorben ist, wurde ja dieses Existenzgründerzentrum in Teisnach beispielsweise gegründet. Damals hat es auch geheißen, das Geld gibt es nur für den Transrapid gestorben.
wurden hier Gelder investiert und das muss noch sehr viel mehr kommen, dass wir auch am Land Entwicklungsperspektiven geben, dass nicht alle jungen Leute nach München abwandern müssen. Das ist das große Ziel und da ist noch viel zu tun. Aber die jungen Leute, die hier studieren, sollen das weiterhin auch beruflich umsetzen können. Und es ist immer noch zu beachten, dass Niederbayern bayernweit immer noch der Landstrich ist und der Regierungsbezirk, der gerechnet auf die Einwohner die wenigsten Studienplätze hat. Also wir haben hier durchaus noch Ausbaupotenzial. Das ist sogar mein Argument. Aber darum ist es ja umso besser, wenn wir jetzt in Straubing die 1000 Bachelor-Studienplätze bekommen, 40 Millionen Euro im Ausbau. Wir haben mit den Technologietransferzentren die Ansätze gemacht. Und gerade wenn ich mir die Hochschulen in Landshut und in Deggendorf anschaue, mit diesen hohen technischen Ausrichtungen sind wir genau im Bereich drin, wo die Berufe der Zukunft eben auch mit liegen. Und da haben wir dann eben jetzt im nächsten Schritt die Chance, dann die Leute mit den Arbeitsplätzen zu halten. Niederbayern wird kein Standort der großen Versicherungswirtschaft werden, aber natürlich im Bereich Technik, Anknüpfung, an klassische Landwirtschaft, wenn ich mir Straubing anschaue, Anknüpfung an Rode und Schwarz in Teisnach ist die optimale Struktur. In Spiegelau, wer hätte das geglaubt, wird jetzt Weltforschung im Glasbereich gemacht. In einem kleinen Dorf eigentlich, in einer kleinen Gemeinde im Bayerischen Wald, wo wir viel Geld reingesteckt haben und wo wir jetzt in den nächsten Schritten die Dauerfinanzierung dieser Technologietransferzentren sicherlich auf die Reihe kriegen. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir hier Perspektiven für die ländlichen Räume geben. Und da haben wir Gott sei Dank sehr, sehr viel getan. Der Rohstoff Bildung muss in der Region bleiben, wo er erzeugt wird, muss auch gleich verarbeitet werden, aber die guten Ideen müssen auch rauskommen aus den Regionen. Das Internet ist da der Schlüsselfaktor. Wie schaut es denn da aus mit der Schnelligkeit an der Grenze draußen? Es wird zwar von den Kommunen händeringend daran gearbeitet, die Situation zu verbessern, aber wir sehen einfach, dass die Kommunen über lange Jahre im Stich gelassen worden sind, dass hier ein Programm das nächste jagt und dass einfach die Regierung der Realität immer 5 Jahre hinterherhinkt. Früher hat es geheißen, es regelt der Markt, braucht sich die Politik nicht zu kümmern. Dann hat es geheißen, 2011, Ausbauziel, Grundversorgung erreicht, 1 Megabit. Aber wir müssten heute schon bei 50 Megabit sein und müssen in Bälde bei 100 Megabit sein. Und da ist in meinen Augen der große Strickfehler erstens die Privatisierung der Telekommunikation. Damals hat man versäumt, einen Grundversorgungsauftrag zu definieren. Das müsste ja korrigiert werden nach dem Motto, wer hier schnelles Internet betreiben will, muss auch irgendwann jedes Dorf anschließen. Und zweitens müssen wir in Frage stellen, diese Technologieneutralität, die dann auch Funklösungen und alles Mögliche in den Ausschreibungen zulässt, mit der Folge, dass sie am Ende nicht das gewünschte Ergebnis bringen, vielleicht Krücken sind, um die Grundversorgung ein bisschen zu optimieren, aber weit entfernt sind dann 50 oder 100 Megabit zu liefern. Es muss also politisches Ziel sein, am Ende jeden Haushalt mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen. Der Weg ist dorthin, über die öffentlichen Gebäude zunächst mal und über die Kupferverteiler zu gehen und dann am Ende in ein paar Jahren jeden Haushalt zu erreichen. Und dieses Ziel müssen wir definieren, aber die Regierung hat ja dieses klare Ziel noch nicht vor Augen. Hier müssen wir noch abwarten. Wie ist denn der Landesentwicklungsplan? Zunächst einmal sind wir uns auch bei dem Thema absolut einig, dass wir das schnelle Internet brauchen. Das gehört letztlich zur kommunalen Daseinsversorgung. Es zeigt sich aber auch, dass an der Stelle das Leben einfach ein Stück komplizierter ist, als man sich es ab und zu wünscht. Zum einen haben wir eine extrem dynamische Entwicklung, sodass sie mit 1 Megabit, 15 Megabit, 50 Megabit immer ein Stück hinterherhinken müssen dann. Aber das Problem ist, lieber Hubert Aiwanger, dass wir die Dinge eben bei der EU auch zertifizieren müssen. Wir können halt als Freistaat Bayern nicht selbstständig agieren und können sagen, wir schießen jetzt einfach zu. Wir haben dieses Programm jetzt, 500 Millionen Euro, das leistet nicht so leicht ein anderes Bundesland. Gott sei Dank können wir uns das aufgrund der sehr, sehr guten finanziellen Situation des Freistaates Bayern auch leisten. Wir müssen das Programm, das unter Zeil gestrickt worden war, in der Tat ein Stück entkomplizieren. Da sitzen wir auch drauf, denn es ist wirklich unbefriedigend für uns, dass bisher so wenig Kommunen diese 19 Verfahrensschritte angegangen sind. Das ist zu komplex, das ist zu lange. Das müssen wir ein Stück entschlacken, um hier auch schneller dahin zu kommen. Aber alles ist eben hier mit der EU abzustimmen, die hier im Zuge der Marktgerechtigkeit da sind. Und gerade die EU fordert halt diese Technologieneutralität. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber das sind halt die Fakten und die Tatsachen. Das müssen wir aber auch lösen, dass wir es entsprechend hinkriegen. Mein Wunsch wäre auch Glasfaser in jedem kleinen Weiler. Ob das realistisch ist, mag jeder für sich selber beurteilen. Die Zeit schreitet voran. Wir kommen zum Ende unseres lebendigen Gespräches. Sie sehen, ich habe so gut wie gar nicht eingegriffen. Wenn Sie einen Wunsch hätten für das schöne Niederbayern, wie würde der für die mittelfristige Zukunft denn ausschauen?
dass die Menschen in der Region ihre Zukunft finden, wie gesagt, nicht in die großen Ballungsräume abwandern müssen und dass wir auch über kurz oder lang von weiteren Naturkatastrophen, Stichwort Hochwasser und dergleichen, verschont bleiben und ein geruhsames Weihnachtsfest feiern können. Ah, das klang schon ganz gut. Herr Sieble, überraschender also Ausgang. Ja. Ich glaube, der Schlüssel ist im Bildungsbereich, vor allem im Hochschulbereich. Hier haben wir in der Tat große Perspektiven, die Menschen in der Region zu halten. Da haben wir aber auch in den letzten Jahren mit extrem dynamischen Entwicklungen hier sehr, sehr gute Akzente setzen können. Da verschiebt sich Gott sei Dank im Moment einiges, ohne dass wir jetzt die klassischen Bereiche Landwirtschaft, hohes Handwerk, handwerkliche Leistung in Niederbayern wirklich vergessen. Das gehört dazu bei den Leuten. Und diese Synergie, die wir hier haben, Hochschulen, Mittelstand, das klappt sehr, sehr gut. Das wünsche ich mir, dass das noch intensiver kommt. Da leisten unsere Hochschulen und die Uni in Passau Großartiges. Ich wünsche mir im Besonderen, dass wir von Schicksalsschlägen in der Tat verschont bleiben. Es war ein schwieriges, ein schreckliches und anstrengendes Jahr. Gott sei Dank konnten wir durch die staatlichen Förderprogramme hier auch viel helfen, wobei wir den Leuten noch viel Unterstützung geben müssen. Da liegt noch manche Verletzung in der Seele mit da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir dann an Weihnachten einfach auch Zeit haben, unser Stück zu sortieren, zur Ruhe zu kommen und einfach ein paar schöne Stunden im Kreis unserer Lieben feiern können. So, ich bedanke mich. Das waren ja doch noch sehr besinnliche Worte am Schluss. Bedanke mich bei meinen Gästen Hubert Aiwanger, Bernd Siebler, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Und das war es auch schon mit unserem Jahresendgespräch hier bei Plenum TV.